Herzlich willkommen zu einem Part von Heyday! In diesem Video wollen wir wieder mal eine Farm bewerten. Und zwar nicht den zweiten Platz der Rangliste, nein, sondern ein Zuschauer von mir. Und ich würde sagen, diese Farbe werden wir heute, wenn deine Farm auch bewerten soll, von mir bewertet werden soll, dann schreib es mir gerne in die Kommentare oder sende mir dein Kürzel über Instagram. Auf Instagram heiße ich lollipop57. Mehr Details noch in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, let's go! Ja, also, er ist ein paar Level weiter als ich, man sieht's. Und wir fangen erstmal bei den Haustieren an, Leute. Und ich sehe, er hat ein paar, viele im Gegensatz zu mir. Drei Esel, die Hunger haben. Brigitte, Rufus und Gertrud. Beste Namen für Esel. Hut ab. Okay, was soll dieser loste Bach da? Das könntest du vielleicht noch ändern, so drumherum. Das wäre vielleicht schon nice aus, um die Eichhörnchen. Eichhörnchen hat er, finde ich nice. Alle Hundeplätze. Muss ihm mal was geben. Die Katzen sowieso. Katzen hat er auch alle. Mimi, Kaius. Okay. Bei den Hasen fehlt ihm einer. Aber da brauche ich auch nicht mitreden. Ja. Vier Bienen. Und das finde ich nice, dass du das hier so drumherum gemacht hast. Das wollte ich damals auch machen. Aber irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr. Finde ich nice. Hier hast du dir für 7 Gems das geholt, für Münzen das. Das finde ich cool, diesen Pool. Den habe ich auch. Meerschweinchenhaus steht schon mal, jetzt fehlen nur noch die Tiere. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool mit dem Schafluftballon. Okay, hier nochmal ein Huhn. Okay, hier drüben geht es weiter mit den Farmtieren. Sorry, wenn ich habe ein bisschen Schnupfen. Ja, ihr drüben jetzt mit den Farmtieren weiter. Finde ich auf jeden Fall lustig, gerade mit den unterschiedlichen Dekorationen der Tiere. Weiß nicht, welchen Farmpass das war. Auf jeden Fall finde ich diese bunten Hüte richtig, richtig nice. Finde ich schon nice. Ja, meine Farmtiere. Und dann kommen wir zu den Produktionsgebäuden. Ja, sehe ich, du hast schon viele auf 3 Sterne gebracht, also maximales Level. Eismaschine, oha, cool. Ja. Nice. Okay. Ja, finde ich cool. Vor allen Dingen alle 5 Schmelzöfen auch. Oh, lol, da kann ich dir helfen. Okay. Lol, hier unten hast du dein Eichhörnchen. Cool. Ja, okay, das würde ich vielleicht irgendwann nochmal wegmachen. Das stört ein bisschen. Aber sonst sieht es eigentlich cool aus. Hier mit so einer Olivenbaumallee. Und hier hast du dein Feld. Das finde ich cool platziert. Aber ich würde noch so einen Zaun drumherum machen oder so. Hier geht es weiter mit den Gebäuden. Die hätte ich hier zusammengestellt. Aber trotzdem cool. Auch mit der Allee finde ich. Das passt irgendwie. Ah, lol, hier hast du ja noch deine Pferde. Cool. Dieses Hindernis. Ja, wie viele Pferde hast du? 7. Cool. Und vor allen Dingen das Pferd. Das ist ja neu. Ja, also auch für die Hauptfarm gebe ich dir eine 2+. Wie gesagt, ich hätte die Gebäude zusammengestellt. Aber ansonsten finde ich deine Farm richtig, richtig cool. Ja. Jetzt bewerten wir noch die Stadt. Ich finde es auch cool, dass du schon so viele auf 3 Sterne hast. Dann komme ich so mit meinen 2. Na gut, fast 3, Leute. Fast 3 mit dem Grill. Ja, okay. Deko fehlt ein bisschen. Aber na gut, habe ich auch nicht. Hier, der Baum. Jeder hat ihn. Wer nicht? Ich. Cool, 2 Giraffen. Nice. Ja.
Finde ich cool. Wie viele Tiere hast du? Oh, ja, grauer Elefant, bald voll. Cool. Ja, gut ab. Also ich würde ein bisschen Deko noch hinmachen. So ein bisschen in die Stadt. Aber ansonsten gefällt mir die Stadt eigentlich auch ganz gut. Ja, Deko halt. Einfach platziert. Ja. Ja. Let's go. Dann war es mit diesem Video. Also insgesamt gebe ich dir eine 2 plus auf deine Farm. Oder wollen wir eben noch eine 1 geben, Leute? Ah. Ich hätte halt hier ein bisschen mehr Deko gehabt. Aber das mit der Katze. Erstmal so chinesisch gegrüßt. Guten Tag. Miau. Ja, Leute. Komm, wir geben ihm noch mal 1. Ich find's cool. Ja. Die Hauptform ist auch cool. Gerade das mit dieser Olivenbaumallee. Finde ich schon nice. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, das war's mit diesem Video. Er hat eine 1 von mir bekommen. Wenn ich eure Farm auch bewerten soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder ihr schickt mir das Kürzel über Instagram lollipop57. Dann war's es mit diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.